haben Sie das im Internet gesehen? Wir haben unter uns die Menschen. Das ist Irina Franz mit ihrer Familie und ihren Freunden. Die macht diese Kerzen. Das sind für die Soldaten, die in den Schützengräbern stecken, ja? Wir haben Spenden bekommen. Wir bekommen auch noch mehr Spenden. Die Kreuzkirche zum Beispiel gibt uns ganz viele verbrauchten Restkerzen. Die werden geschmolzen. Die werden in die Blechdose gegossen, ja? Verschmolzen, gegossen mit Papier da drin. Und dann brennen sie sehr lange. Die geben auch Wärme ab. Und das ist die beste Hilfe auch, die ankommt. Also, wer noch Kerzenreste hat von Weihnachten, her damit gerne. Und wir haben jetzt welche angezündet. Sie können sehen, wie sie brennen. Sie sind Dauerbrenner.